Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Battlefield Bad Company. Ja, im letzten Part haben wir, ja, den Satelliten, so gesagt, die Blackbox gesichert. Und jetzt sind wir hier mit einem Panzer am Start, Alter. Wie kann ich hier? Genau, so. An alle Einheiten. Hier spricht Kodiak Alter, was Echo. ist das für ein Panzer, Achtung, ey? Der geht schwere hier ab. gepanzerte Elemente haben Kontakt aufgenommen. Unsere Einheiten haben schwere Waffen, Handfeuerwaffen und Panzerfäuste erhalten. Scheiße, die haben hier Störerteile, unsere Vögel können nicht fliegen. Aber Ich wir glaube, brauchen hier habe ich das sie. Letzte, letzte wir Mal sollten sie aufgehört zu ausschalten. spielen, als ich damals es privat Achtung, gespielt habe. fackel die Dinger ab. Okay, da draußen sind etwa 20 feindliche Bodenschwächen. Okay, so schießt Zeit man. fliehen. Nutzt den Zoom, um sie von weitem anzugreifen. Aber so wie ich mich kenne, kriege ich das eh nicht so richtig gebacken. So, einer weniger. Weiter geht's zum nächsten. Das waren Sie. Nächste. Gute Arbeit, Bravo. Wir rücken auf. Okay, das war's dann wohl. Das war der letzte. Gebiet ist sauber. Weiter zum Dorf. Verstanden, Kodiak One. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss das öfters mal prüfen, dass die Aufnahme auch gar nicht asynchron wird. Weil sonst müsste ich mir ernsthafte Gedanken drüber machen, wie es dann weitergeht. Aber Gott sei Dank ist es momentan nicht. Ja, kann ich froh sein. Aber die schießen alle mit irgendwelchen Maschinengewehren auf uns. Oder sind das meine Panzerkollegen? Oh. Ich markiere sie. Alter. Viele ausschalten, Leute. Ich fahr auch noch rein, ich Horst. In dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Vielleicht ein bisschen mehr auf Entfernung bleiben. Und ich darf mich jetzt wieder hier drehen. Ah, hier, wie schmeckt euch das hier? Ich mache eure Zäune kaputt. Hab hier eine Menge Tauwerfer voraus. Wir. Achtung! Horst getroffen! Feuer erwidert! So. Ich markiere sie. Alter, ist das dein verfickter Ernst? Mann! Ey, ich mag es nicht, mit dem Panzer zu fahren. Deswegen bin ich damals im ersten Teil auch ständig zu Fuß unterwegs gewesen. Weil mit Fahrzeugen, das geht mir auf den Sack, ey. Lass mich hier so ein Schlachtfeld per Fuß überqueren. So, hier, das war's mit Strom, ihr Ficker. Ist aber Bike mit auf dem Panzer. Hab hier eine Menge Tauwerfer voraus. Wir. Achtung! Horst getroffen! Feuer erwidert! Nein. Ich, markiere sie. Ey, ich bin doch da vorbeigefahren. Und wieso verreckt dieser Wichser nicht? Ich will mit dem Panzer nicht fahren.
Kann ich irgendwie aussteigen? Oder habe ich irgendwie Maschinengewehr oder so? Nein, ich kann nur ranzoomen. Oh Mann, ey. Wie soll ich die Viecher kaputt machen? Ich habe die doch jedes Mal getroffen. Stehen überall, werden Fahrzeuge angezeigt. Ich kann nicht aussteigen. Habe ich ihn erwischt? Oh, Junge, 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 ey. Ja, kann ich irgendwie aussteigen? Mach schon, Marlo. Mit dem Baby sollte es kein Problem sein, die Werfer auszuschalten. Was haben wir hier? Gar nichts. Ich irgendwie jetzt so, hä? Okay, bin zurück und das Ziel. Das dauert aber auch ewig, ey. Jetzt so eine Art Drohne oder was ist das? Sind angriffsbereit. Übermittelt eure Koordinaten. Okay, bin zurück und einsatzbereit. Es wird immer noch angezeigt, ey. Ich raste aus. Ist doch nicht, das ist doch nur noch ein Schuppen, Alter. So, das war's aber jetzt endlich mal mit euch. Okay, und das war auch wieder nicht richtig, ne? Ach, so eine Scheiße aber auch, ey. Ja, zumindest habe ich den Scheiß mit dem Panzer hinter mir. Na, ich will aufsteigen, komm. Muss genau drin hier sein. So, jetzt klappt es langsam wie am Schnürchen. Komm schon. Nicht getroffen. Fick dich. Erstmal die Panzer ausschalten. Natürlich nicht getroffen. So.
Von mir aus mache ich das lieber, als wenn ich jetzt hier einen scheiß Panzer fahren muss. Gute Arbeit, Marlo. Luftkampf ist wieder aufgenommen, dann mal weiter. Ich muss sie ja die Fresse aufreißen. Gut gemacht, Bravo 2. Bringen wir uns jetzt zu dem Russen. Ich weiß gar nicht, sind Panzer wirklich so schnell heute? Wenn das einer mal weiß und irgendwie da Informationen hat, die kann er gerne mir mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, vielleicht war der ein und andere beim Bund und hat halt Wehrdienst geleistet und vielleicht sogar Panzer gefahren durfte, konnte. So ein Panzer entgegen, Alter. Der lebt ja immer noch. Weg. Lass bitte keine Geschütze nochmal kommen. Haben wir irgendwelche Infos über die Farm da vorn? Negativ. Wir haben nichts. Haltet die Augen offen. Ich rechne wieder mit schweren Geschützen. Aber erstmal gibt's keinen Strom mehr. Feindlicher Panzer voraus. Langsam und vorsichtig Feuer erwidern. Da. Gut. Was versteckst du dich da hinter dem Busch, du? Stopp. So. Okay, da ist das Dorf. Rücken wir vor. Das soll ein Dorf sein. Sieht mir eher nach einer Stadt aus. Kodiak One, anscheinend ist die ganze Stadt voller Raketenrampen. Ihr müsst aus dem Panzer raus und die Ziele manuell zuweisen. Sehr richtig, lasst mich raus. Diese Sardinenbüchse. Na, steigen wir jetzt aus? Genau. Zielt auf den Rauch, Bravo 2. Übermittelt eure Koordinaten. Na, passiert jetzt was? Ziel ist ausgeschaltet. System ist offline. Das war knapp. Okay. Aussehen wie die Oberfläche des Scheiß Monds. Na? Das dauert ewig, ey. Okay, bist zurück und einsatzbereit. Markier das Ziel.
Sicherung beendet. Aber die benutzen ja diese komischen Geschütze nicht. So, nächster. Da bringt doch ein Panzer sowieso nichts. Wir kommen da noch nicht mal rein, weil es so eng ist. Das war's. Sagt Bescheid, die sollen das Bier kalt stellen. Gute Arbeit, Bravo 2. Wir schulden euch einige Biere. Verstanden, Kodiak One. Ihr könnt uns später noch einen ausgeben. Okay, raus aus der Schüssel. Wir gehen zu Fuß ins Dorf. Oh, Gott sei Dank, ey. Kein Bock mehr, mit Panzer zu fahren. Oh, das ist jetzt ziemlich stark aus. Übersteuert. Der Granatwerfer. Wie, jetzt auch noch hinter uns, oder wie? Also manchmal ist die Markierung auch nicht so präzise, wie sie eigentlich sein soll. Wer das ist, aber er ist es nicht. Lass mal sehen, Hex. Hast recht, ist er nicht. Der Kerl hat ein paar interessante Sachen bei sich. Satphone, Telefonkarten, 50.000 US-Dollar. Aber die gute Nachricht? Er sagt, er weiß, wo Kirilenko ist. Er will es uns sagen, wenn wir ihn gehen lassen. Gib uns ein paar Sekunden, okay? Hey, wie lange glaubst du? 10 Sekunden. Oh, 5, 4, 3, 2. Bingo. Verdammt. Hierher, Männer. Okay, ich habe Kirilenkos Position. Marines, wir brauchen eure Humvees und Waffen. Was Sie wollen, Sir. Was hast du dem Gefangenen gesagt, Sarge? Nichts, nur warum wir hier sind. Und er knickt da einfach so ein? Ja, er hat Familie in Houston. Texaner. Manchmal sind Soldaten auch nur Menschen, Mann. Bin ich mal gespannt, ob wir uns jetzt langsam Richtung Ende begeben. Aber ich glaube, noch mich irgendwie dran erinnern zu können, beim Kumpel damals, dass das Finale halt irgendwie in Flugzeug stattfand. Bin mich jetzt aber nicht sicher, weil ich habe das Spiel, wie gesagt, nie durchgespielt hier. Okay, das ist das erste Mal mit euch. Also Augen auf. Könnte haarig werden, den Rückzugsweg zu sichern. Verstanden, Deckermann. Wir sind für alles bereit. Okay, wir schnappen uns den Kerl und dann heimwärts. Bravo 2, wir kommen über die Brücke. Fives and 25 scannt weiter. Verstanden, scannen. Okay, Marlow. Schieß mit dem MG auf alles, was sich bewegt. Jede Menge Schutt auf der Straße, wohl Behelfsminen. Wir können nichts riskieren, müssen langsam vorgehen.
Panzerfäuste auf den Klippen! Wegen uns von der Brücke runter! Los, los, los! Ich mach so schnell ich kann! Heilige Scheiße, hier wimmelt's von Arschlöchern! Noch schneller und wir sind erledigt! Absolute Kugelmagneten, die sind hier überall, verdammte Kacke! So leicht kriegt ihr uns nicht. Ziele über den Fluss. Los jetzt. Mach schon, los, los, los. Okay, geht das. Mach schon. Alles sauber. Ziehen uns zurück. Okay, der da vorne hat noch einen Raketenwerfer oben dran. Ich hab ein MG. Wir sind im Tunnel und schicken euch JDAM-Pakete zur Unterstützung den Tunnel entlang. Oder was, dann geht nirgendwo hin. Verstanden, Dagger 2-2. Eagle 6 ist unterwegs und in 10 bei euch. Ich warte gern auf ein Feuerwerk. Schöner als Silvester, hurra! Dann mal los, Leute. Verstanden, lieber Charlie. Das ist zu ruhig. BMD auf 12 Uhr, nach rechts. Wo, wo, wo? Hier ist der Bastard. Wollt ihr die auf? Er ist hinter uns. Der Scheißding ist hinter uns. Wo ist die Luftunterstützung? Alter, die stehen überall. Die haben auf uns gewartet. Ey, ist nichts kaputt gegangen, was soll das? Verstanden, worauf sollen wir uns einstellen? Wir haben keinerlei Infos über dieses Gebiet. Die kümmern sich nur um die Küste, deshalb sind wir denen scheißegal. Aber wenn es brenzlig wird, steht Luftunterstützung bereit. Wo zum Henker sind die alle? Warum ist keiner hier? Wir wurden gesichtet. Das da oben auf dem Hügel ist ein Zeus. Vorsicht! Los, auf den Fahrzeug! Verdammt nochmal! Den Hügel runter! Okay, was jetzt? Was jetzt? Die machen alle unsere Fahrzeuge kaputt. Die ist noch nicht abgezahlt. Positionen abzuwerfen. Ich habe versucht, mit ihnen zu verhandeln, aber keine Chance. Die haben andere Prioritäten. Ich konnte aber etwas Zeit rausschinden. Geht da rein und stoppt Kirilenko. Riverguard hier, Bravo 2, haben verstanden. Ihr habt den Mann gehört. Bewegt euch. Gleich regnet's Bomben und das war ein Tag mit vielen Hinterhalten. Ein Bitte wäre wohl angebracht. Hör auf zu meckern, Sweets. Okay, doch da hoch. Okay, hier kann ich nur wieder Waffen wechseln. Was habe ich überhaupt dabei? Passt. Bewegung! Wir haben keine Zeit. Achtung! Bombe! Ach, jetzt kommt auf einmal Luftunterstützung. Die sind ein bisschen früh dran. Oh. Bewegung, Bewegung. Das ist ein Inferno! Wir sind dran! Los, 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 los! Beweg dich, Henker, die Zeit ist
niedlich, die kommen dort mit Schrotflinten an. Wie jetzt, ey? Oh, da stehen noch zwei. Okay. Da war ich ein bisschen zu früh dran. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Also haut rein und ciao.